Scheiße. Okay, wir haben ein volles Leben. Wie auch immer wir das zusammengebracht haben. So, das ist ein Tuffkern natürlich. So, nehmen wir mit. Aber wir brauchen es nicht unbedingt, aber hey. So. Genau, da könnte es zum Beispiel weitergehen. Jawohl, und ich würde sagen, wir gehen das auch weiter. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall wieder den lieben Dimitri. Und dann geht einmal gar nichts. So, dann gehen wir es an. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal runter, weil da geht es in einer Höhle. Einmal kurz absitzen und da rein. Oh, auf jeden Brunnen. Komm hier zu vorbei, wenn deine Suche dich erschöpft. Na gut. Nichts Besonderes. So. Aber wir haben es gesehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir es systematisch und wir gehen nach rechts. So, da gibt es einmal gar nichts, außer da rechts eben in der Land. Ist das immer nur der Natzer Flusslauf? Ja. Okay. Gehen wir mal rauf. Ah, und da könnten wir auch an Land gehen. Wollen wir das machen? Hm. Schauen wir mal nach rechts. Holy shit. Ich würde gerne das Schild lesen. Betreten auf eigene Gefahr. Großer Moblin. Deswegen kommt mir das sogar so bekannt vor. Wo ist denn der Dimitri? Ist auf der Karte irgendwie da markiert, ne? Ah, der kommt nicht über die Brücke, genau. Beat. Können wir uns wehren? Nö, den Kompompen können wir nicht aufheben. Okay, ich glaube, dann ist das sowieso mal Sackgasse. Den Dimitri braucht man wieder. Würde ich mal vermuten. Ja. Wie gesagt, wir finden sicher noch Item, mit dem wir selbst auch noch schwimmen können. Vielleicht ja wieder Zoraflossen oder so, keine Ahnung. Aber gut, wir schauen jetzt mal da rauf. Wir schauen kurz da runter und schauen mal mit Dimitri da rauf. Weil da dürfte es eine Höhle geben. Da will ich natürlich wissen. Oh, da ist ein Deko, den sie erkennt man gleich. So. Jetzt sind wir dort runterschauen überall. Okay. Hi. Was? Du Taube und Taubennuss. Was für ein tolles Lied. Meinst du nicht auch? Ja. Endlich ein Mensch, der auf meiner Wellenlänge ist. Lass mich deinen Beutel fühlen. Du Taube, Taube, Nuss. Was für ein tolles Lied. Okay, was für ein Beutel hast du das gefühlt? Unseren Kernbeutel. Haben das überall 50, ja. Okay. Ups, das sollte ich nicht. Warte mal, so. Ja. Und... Okay, wollte gerade sagen, was passiert, wenn man lügt. Okay. Mich jetzt einmal nur mal probieren. Nein. Da verzieh dich doch. Okay. Okay, der füllt also unseren Beutel auf, wenn wir das bräuchten einmal. Okay. Auch nicht das, was ich erhofft habe, aber okay. So, wie gesagt, wir machen es möglichst systematisch. Warte, wir sind jetzt hier. Schauen wir das mal nach links. Genau, da waren wir schon heute am Land. Sonst gibt es hier aber nichts. Okay. Schauen wir noch mal kurz nach links mal weiter. Da könnte es an Land gehen. Autsch. Weiß nicht, ob ich das schon will. Dann schauen wir mal weiter. Genau, da wäre... Da waren wir schon, wenn wir jetzt da links lang gehen. Da könnte es noch nach oben gehen. So, und da ebenfalls. Ich glaube, da werden wir... Schauen wir ganz kurz mal rauf. Boah. Ignoriert jetzt einmal, gehen wir da runter. So, ich glaube, da links waren wir auch schon.
Da auf jeden Fall. Das können wir gleich ignorieren. Und hier waren wir da auch schon. Ja, da waren wir auch schon. Ah, was ist das? Was ist das da? Den Nordgipfel, genau. Wir haben jetzt die bin ich gerade drauf gekommen, wir haben jetzt die Schatzkarte gefunden für die Tempelruinen. Wo waren denn die nochmal? Wo waren denn Tempelruinen? So, da, Hollys Haus. Ja, war Holly nochmal. Ah, das war dem in Rauchfang, weißt du wieder. Wo gab es denn hier diese Tempel? Da waren die Ruinen, okay. Da könnten wir theoretisch auch mal hinschauen. Falls wir das wollen. So, da gibt's. Genau, nichts, okay. Ich überlege, aber wir wären jetzt gerade in der Nähe. Schauen wir ganz kurz. So, hüpfen wir jetzt mal ab. Ups, B hüpft man ab. Wir dahin und wir ziehen uns die wieder an. So, weil diese Ruine, wo waren die? Die waren da unten. Das heißt, wenn wir jetzt mal schnell werden. So, auf Mathe scheiße ich jetzt das, wie gesagt. Das dauert mir jetzt zu lang. Da rüsten wir uns kurz mit dem mit der Feder aus. So, da geht's rauf, da muss es Sommer werden. So. Dann geht's hier rauf und da müsste es, glaube ich, zu den Ruinen gehen, ne? Genau. Da können wir da jetzt was machen? Wir führen Schatzkarten. Oh, und schon. Okay, das bringt sich gar nichts. Findet man vielleicht... Warte mal. Hoppala. 1, 2, 3, 4. Ah! Okay, man findet hier vier Sachen, die man hier einsetzen muss. Verstehe. Gut, auf die Seite vielleicht gleich kommen können. Aber gut. Komm her, du stirbst jetzt. Gibst du bitte? Achso, wenn ich meinen Stab zuschlag, dann wird das nichts. Nein, so nicht. So, da wieder runter. Und schnell zurück. Ich hoffe, Dimitri ist noch da, wo wir ihn abgesetzt haben. Das würde mich freuen. Jetzt brauche ich wieder das hier. Hopp. So, das heißt, wir haben in dieser Aufnahmesession schon Bomben-Upgrade bekommen und den Kernbeutel-Upgrade. Hoffen wir, dass wir vielleicht auch noch das Ring-Etui-Upgrade noch bekommen. So, wo haben wir Dimitri jetzt gelassen? Keine Ahnung, ich lass ihn gar spawnen. So. Gut, wir sind da oben, glaube ich, stehen geblieben, ne? Genau. Ja, dann könnten wir eigentlich mal nach rechts gehen, ne? Autsch. So. Ganz ruhig. Gut. Da könnte es an Land gehen. Das heißt, das ist aber dann nur ganz eine kleine Insel, weil... Genau, weil da geht es nämlich wieder runter. Okay. Aber wir haben es gesehen. So, wir könnten darauf schauen. Machen wir das einmal. Da könnten wir auch an Land gehen. Da könnte es auch weitergehen, theoretisch. Lassen wir das einmal. Schauen wir dann noch weiter. Da ist ein Abgrund. Oder Stiege, die in den Abgrund führen, in eine Höhle oder so. Mhm. Da waren wir eh schon. Da war der Wasserfall. Ups, bin ich zu nah rangegangen. So. Das ist unten. Ah, das ist glaube ich der... der Turm oder... die Stelle, wo der große Moblin ist. Auch interessant, wo geht's dahin? Oh Gott. Jump'n'Run. Warte mal, irgendwas passt doch von der Sortierung nicht her nicht. So, ganz gut. Die Beutel kommen dahin. Ich glaube, das hatte ich hier immer, genau. Und da war die Feder. Die ich übrigens jetzt brauche.
Nicht unbedingt, wollte ich sagen. Ja. Oh, da ist eine Truhe. Mit der Gage-Kern. 20 Rubin. Okay. Beschwer mich nicht, weil Rubin noch mehr ausgegeben. So, dann haben wir das. Ist auch was. Auch nicht recht viel. Nicht mal mehr hofft wieder, aber hey. Dann auf die kleinen Dinge, die große Freude bereiten. So. Da geht es im Wasser mal nicht mehr weiter, aber es geht an Land weiter. Das lassen die mit dir da mal. Ah, haben wir schon das richtige Item ausgerüstet. Ich renne gerade ohne Schwert herum. Du, genau du Knirps, du willst du mich schon wieder nerven? Ich bin stärker geworden. Du wirst nie in meine Festung gelangen. Ich werde mich rächen. Feuer frei! Rammstein-Fan anscheinend. Gut, schauen wir mal. Okay, hätten auch da nach rechts gehen können, aber schauen wir runter. Ah! Da sind wir jetzt. Cool, okay, da kommen wir rauf, wenn wir... Also wir hüpfen da jetzt auf keinen Fall runter, weil sonst kommen wir nicht mehr rauf. Da kommt man dann wieder rauf, sobald wir jetzt Frühling werden lassen können. Und hier war ja auch eine Höhle, wo wir nur weiterkommen, wenn wir schwimmen können. So. Gut, dann schauen wir mal da nach rechts. Du Nervensäge, ja. Ja, ja. Huch. Tor zur versunkenen Stadt. Ah, von der versunkenen Stadt nochmal schon öfters was gehört. Die ganze Stadt ist überflutet. Ich kann nicht schwimmen, daher stehe ich hier und mache Seifenblasen. Okay. Oh. Warte mal. Ah, wir haben jetzt richtig Item ausgerüstet. Hopp. Mein Papa ist ein Meisterschwimmer. Er hat eine geheime Tauchstelle, aber er verrät sie mir nicht. Doofer Papi. Mhm. Mein Mann war einst ein Meisterschwimmer, doch nun ist er alt. Er hat seine Taucherausrüstung versteckt und ist verschwunden. Wo hat er denn die versteckt? Die brauche ich vielleicht, wenn man mit der auch schwimmen kann. So. Jetzt brauche ich mein Schwert wieder. So, wer bist denn du? Das sind Legenden, eine Art Schatz. Schlummere am Gipfel. Ein Traum aus Kindertagen. Ich denke ständig daran, es raubt mir den Schlaf. Welcher Gipfel? Nordgipfel? Mal ganz kurz einmal. Blummere am Gipfel, okay. Na gut. Spannend. Schauen wir mal weiter. Gut, da gibt es eh nichts. Außer da oben ein Landstück. Da haben wir wieder Haus. Okay. Komisches Haus, aber okay. Lass mich so mal. So, da ist übrigens Sommer. Oh, cool. Sehr cool. Du hältst Sturmkerne. Das ist cool. Dann haben wir die jetzt auch. So, ich glaube, wir brauchen Dimitri. Wollen wir mal. Kommt er da? Auch im Wasser? Ah, okay. Wie schaut's da aus? Kommt, oder kommt er da gar nichts? Kann natürlich auch sein. Schauen wir mal, ob er da kommen würde, auch wenn wir da nicht hinkommen. Nö. Ich glaube, der kommt da in der versunkenen Stadt, kommt er da gar nicht. Probier es trotzdem überall aus. Mhm. So, was haben wir? Oha, das ist Königin Ambi auf jeden Fall und da ist ein Dungeon-Fragezeichen. Kommen wir aber noch nicht hin. So. Was haben wir hier? Vasen gesucht. Ingo, Sammler. Wir haben nur Lava-Suppe leider. Oha.
Verdammt, dieser Bigoron ohne gibt's auch wieder. Wie oft ich auch frage, er rückt diese Vase nicht raus. Sogar mein Abendessen würde ich ihm dafür geben. Leckeren Fisch. Okay, der Bigoron, der will sicher diese Lavasuppe haben. Dann bekommen wir von ihm die Vase. Für die Vase bekommen wir hier den Fisch. Und den Fisch brauchen wir für die Katze. Wir müssen unbedingt zu Bigoron. Okay. Aber für uns heißt das jetzt aber, dass wir hier nicht weiterkommen. Das heißt, wir müssen da irgendwann nochmal zurückkehren. Vielleicht ja noch im nächsten Dungeon oder so. Schauen wir mal. Für uns war es das jetzt auf jeden Fall mal. So. Mhm. Können wir da jetzt schon was machen bei ihm eigentlich? Ich glaube nämlich, probieren wir es mal mit den Bomben. Nö. Keine Bomben hier nicht geben. Okay. Gut, dann lassen wir auch das einmal bleiben. Und ja, dann gibt es im Endeffekt noch mal einen Ort, Dimitri. Braucht ihr bitte wieder. Warte mal. Ich hoffe, der kommt da jetzt. Sonst müssen wir gleich mal die Sturmkerne verwenden. Oh oh. Ah, Gott sei Dank. Ich meine, es bringt sie nichts, weil wir da nicht drüber kommen, aber. Warte mal. Shit. Ja, komm, dann testen wir die Sturmkerne. So. Teleportieren wir uns da dorthin, weil ich glaube, das ist ziemlich nah an den Natsu-Fällen. Und wenn wir jetzt da rechts lang gehen. Und da jetzt drauf. Und da jetzt nach rechts. Dann könnten wir hier jetzt vielleicht die Flöte spielen. Und hoffen, dass jetzt Dimitri von unten kommt oder von links, mehr ich wurscht. Aber er kommt nur von oben oder von unten, glaube ich. Genau, dann kommen wir hier wieder rein ins Wasser. Perfekt, okay. So, und dann heißt das aber für uns... Ging es nicht irgendwo da oben weiter? Sehe ich es ja auf der Karte gar nicht. Schau mal. Autsch. Da, glaube ich, geht es weiter. Genau. So, steigen wir ab und... Es geht weiter. So, wo sind wir? Goronenberg, oha. Das war mir schon richtig. Da geht es nicht weiter, das heißt, wir gehen nach rechts. Da wäre eine Höhle und Sand. Wie hießen die Sandkiller? Keine Ahnung. Gehen wir mal in die Höhle. Gut, weil sie probiert haben. Wir verlassen die Höhle wieder. Gehen nach rechts weiter. So. Da ist mal nix. Hier ist Sommer und da sind ein paar Felsen. Also Beet. Das war Fee, glaube ich. Gut. Ja, da könnte man gar schon Nuss pflanzen. Also bringt sich das auch nichts. Hm, okay. Dann bleibt es aber die Frage, wo es weitergeht. Da kommen wir nicht drüber, für das haben wir noch kein Item. Mhm. Rufen die Mitte nochmal. Hi. Okay, kann doch von rechts auch kommen. Hup. Gut, wo geht es dann weiter? Das ist halt jetzt die Frage. Also dort habe ich jetzt nichts gefunden. Kommen wir. Warte mal, wenn ich es gerade auf der Karte gesehen habe. Ne, da kommen wir auch nicht drauf. Okay. Okay, kann man vielleicht doch hier irgendwie weiter. Huh. Warte. Dann mal ganz kurz. Okay, so. Ähm.
Bei ihm kann man ja... Jetzt war Schluss. Diesmal... Wieder sieg sich, okay. Kann man ihm selbst vielleicht mit Bomben abschießen? Schauen wir mal. Nö. Das wird auch nicht funktionieren, gehen wir davon aus. Nö. Ja, dabei wüsste ich nicht, wie wir... Ne, die Bomben kann man nicht heben, die... Er schießt. Und da geht es nur darunter, wo wir eh schon waren, da zum Wintergirls, genau. Mhm. Sonst haben wir kein Item. Nee. Hm, schauen wir nochmal zur versunkenen Stadt. Vielleicht habe ich ja da noch irgendwo was übersehen.